Ja, hallo zusammen. Ein kleines Update wieder von meinem Becken. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das letzte Video euch angeschaut habt. Da habe ich ein bisschen was erzählt über die Beläge auf dem Kies. Die sind jetzt besser geworden, sind jetzt noch immer leichte Belege da, aber insgesamt hat sich das doch ein bisschen gebessert. Ich habe jetzt momentan oder mittlerweile keinen UVC-Klärer mehr laufen. Den habe ich ja so circa eine Woche mal laufen gehabt. Ich weiß nicht, ob das dadurch besser geworden ist, aber auf jeden Fall habe ich den jetzt erstmal wieder ausgeschaltet. Ja, zu den Korallen, da sieht das so aus. Ich habe teilweise was umgestellt, teilweise ist mir auch was kaputt gegangen, muss ich sagen. Und zwar habe ich jetzt hier die Blasenkoralle einmal nach oben gestellt. Meine Tochter, die wollte die unbedingt vom Boden weg haben auf irgendeinen Stein. Und ja, ich wollte mal probieren, wie das da aussieht, wie sie sich da fühlt und entwickelt. Ja, dann dort, wo die Blasenkoralle jetzt ist, da war ja eine Monti, so eine grüne, auch so eine dünne wie die mittlere hier. Und die wurde ja auch oft umgeschmissen, weil die nicht richtig geklebt war und lag oft morgens auf den Kies rum. Ich weiß nicht, ob das deswegen war, aber die hat plötzlich angefangen, ihr Gewebe zu verlieren und war dann auch nicht mehr zu retten. Ja, komischerweise, die anderen Korallen sahen zu der Zeit ganz gut aus. Auch die rote hier, die auf der anderen Seite so angeschlagen war, wo ich eigentlich dachte, dass die sich zuerst verabschiedet. Die erholt sich langsam wieder. Ob die jetzt komplett über dem Berg ist, kann ich jetzt so nicht sagen, aber auf jeden Fall sieht es bei der ganz gut aus und die andere, die ist halt abgestorben. War auch ein kleiner Ableger. Ich weiß nicht, ob die dann anfälliger sind, aber auf jeden Fall, ja, das zu der Monti, was mich aber noch mehr ärgert, ist meine Clavularia tricolor. Da hatte ich ja zwei von. Die haben sich auch plötzlich eingezogen. Gleichzeitig mit den Affenhaar hier. Den habe ich auch umgestellt. Von da hinten den Stein nach hier vorne geholt. Ja, und die Clavularia, da oben ist da noch ein Rest von. Und dahinter ist auch noch auf dem Stein ein Rest. Ja, die haben sich eingezogen und weiß ich nicht, da sind nur noch kleine Stücke da am Stein. Aber ich tue die jetzt noch nicht raus. Also zumindest den einen losen Stein. Der andere, der ist ja da oben so fest. Da mache ich ja eh nichts. Aber ich habe gelesen, bei den Clavularias, da soll man ruhig mal nichts machen. Kann sein, dass die nach einer Zeit von alleine wieder kommen, wenn da irgendwelche Reste sind am Stein. Aber das tat mir dann schon mehr weh, weil mir die Korallen ziemlich gut gefallen. Und keine Ahnung, woran es liegt. Dieses Affenhaar, das ist ja dann nach ein paar Tagen wiedergekommen und ja. Und die Clavularias leider nicht. Dann habe ich hier die Pilzlederkoralle. Da sieht man ja auch, ja, geh mal zur Seite. Da sieht man ja auch, da wachsen wieder neue raus. Und weil die schon hier zu groß war, habe ich die da hinten auf den Stein getan. Da warte ich noch, bis die ein bisschen dran wächst. Habe ich noch Gummis dran und ja, mal gucken, bis die am Stein wächst und dann mache ich die Gummis ab. Aber ansonsten, hier die Milka beispielsweise steht super da, schon die ganze Zeit, seitdem ich diese Essentials auch dosiere. Die hat weiße Wachstumsspitzen bekommen und ansonsten, die anderen Korallen sehen eigentlich auch ganz gut aus. Deswegen wundert es mich, dass die
Ach, da ist die zweite, sehe ich gerade. Der Stein, der ist nämlich nicht geklebt. Der war vorher hier mit der Clavularia. Und dann habe ich ihn auf der anderen Seite getan und jetzt liegt er da unten. Muss ich gleich mal aufheben. Ja, wie gesagt, die anderen Korallen, da sieht alles eigentlich ganz gut aus. Ich habe auch eine Befürchtung, dass eventuell der Fisch hier, Fuchsgesicht, dass der dran geknabbert hat, wo die noch ganz offen waren. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber könnte mir vorstellen, dass die dadurch langsam eingegangen sind. Das ist meine erste Theorie. Die zweite, bin ich mir aber auch nicht ganz sicher, ist, ich habe ja Aktivkohle dauerhaft mitlaufen und die Clavularias, die sollen wohl besonders viel Jod brauchen, so wie ich mal gelesen habe. Und diese Aktivkohle, die zieht ja auch besonders Jod raus aus dem Wasser, was ja auch nicht so gut ist. Nesselgifte zieht die Aktivkohle und so weiter auch raus und Gelbstoffe oder so, aber halt auch Jod. Ich habe zwar Jod, wo ich gesehen habe, dass sie zusammengezogen waren, nachdosiert, aber kann auch sein, dass das ein bisschen daran liegt, an der Aktivkohle. Ja, um das jetzt rauszufinden und weil ich sowieso einen Überblick haben wollte, jetzt nachdem ich eine Zeit lang die neuen Essentials da dosiere, habe ich jetzt eine ICP-Analyse bestellt von ATI. Und da wird auch dieses Osmosewasser auch mitgetestet und so. Dann habe ich mal einen Überblick, wo eventuell noch Sachen fehlen, die ich dann separat mal zudosieren kann. Ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt jeden Monat eine ICP losschicken möchte, aber so groben Überblick mal zu haben, jedes Becken ist ja ein bisschen anders und ich möchte schon wissen, wo ich manuell dann nochmal irgendwo von irgendwelchen Elementen zudosieren muss. Ja, ich werde dann jetzt einen Cut machen, werde die ICP-Analyse abwarten und dann schneide ich das Video zusammen. Ihr seht ja jetzt hier gleich im Anschluss dann die Auswertung. Dann bin ich mal gespannt, wie so die Ergebnisse aussehen. Ja, ich würde dann sagen, bis gleich. Ciao. So, da bin ich wieder. Jetzt habe ich zwar keine Ergebnisse von der ICP-Analyse, weil wir haben jetzt einen Tag später, also Samstag. Ich wollte aber noch ein paar Sachen erzählen. Und zwar, da wir Samstag haben, ist sie jetzt gerade das Video rausgekommen, also das letzte Video. Und ich habe mir die Kommentare durchgelesen. Danke erstmal für die ganzen Tipps. Da haben ja einige geschrieben, das liegt wahrscheinlich an PO4, weil 0,02 doch ein bisschen niedrig ist, auch wegen den Dinos, falls sie das waren, dass das vorkommen kann bei zu niedrigen PO-Werten. Das habe ich jetzt auch ein bisschen zu Herzen genommen und dosiere jetzt ein kleines bisschen mehr, dass ich auf die mindestens 0,04 komme. Ja, das dazu und was ich noch auch schnell noch loswerden wollte. Was ich noch gemacht habe, ist aus dem Multireaktor die Aktivkohle rauszunehmen. Jetzt habe ich nur noch die Biopellets drin, die hoffentlich jetzt noch nicht so doll am PO4-Wert ziehen, zerren. Aber Aktivkohle habe ich jetzt rausgenommen, damit die Kohle nicht die Nährstoffe noch ein bisschen runterzieht. Also die dauerhaft jetzt drin zu lassen, ist glaube ich auch nicht so gut. Ja, das habe ich dann auch geändert. Was ich noch gemacht habe, wollte ich auch noch erzählen, die Strömung. Ich hatte das Gefühl, die kommt hier noch nicht so stark genug auf der anderen Seite an. Deswegen habe ich die Strömungspumpe mehr nach vorne gezogen. Die Strömung sieht jetzt so aus, ein bisschen nach links gerichtet, aber vorher war die Strömung hier hinterm Riff oder ja, mehr oder weniger hinterm Riff und jetzt geht die über dem Riff hinweg, dass die
Verwirbelung oder beziehungsweise die Strömung hier, wo die Korallen stehen, auch noch ein bisschen stärker ist, ohne jetzt zu stark für die Korallen selber zu sein. Ja, das habe ich geändert. Und was war noch? Dann, ach so, dann habe ich noch die Dosierung von den Elementen, habe ich auch noch ein bisschen angepasst. Und zwar habe ich mir gedacht, jetzt 3x2 Milliliter, was ich jetzt momentan dosiert habe bis jetzt, das habe ich ja tagsüber, morgens, mittags, abends verteilt. Da dachte ich mir auch, machst du mal lieber 6x auf 24 Stunden verteilt, damit nicht nachts die Werte runtergehen und tagsüber das Becken dann wieder die Nährstoffe bekommt. Jetzt habe ich, jetzt so sehe ich momentan zumindest, weil das ja nur 6 Milliliter sind, 1 Milliliter, aber alle 4 Stunden auf 24 Stunden verteilt, damit da so eine Konstanz reinkommt und das wird den Korallen, denke ich mal, auch besser gefallen. Wenn der Verbrauch dann ansteigen sollte, wovon ich ausgehe oder was ich hoffe, dann muss ich halt gucken, wie ich das dann noch dazwischen quetsche, die Milliliter. Hier sehe ich, ist mir auch ein Stein runtergefallen. Muss ich gleich mal beheben. Ja, das dazu. Und jetzt warte ich noch die ECP-Analyse ab und dann melde ich mich gleich. Bis dann. So, da bin ich wieder. Die ECP-Analyse ist jetzt da. Ging auch ganz schnell bei ATI, muss ich sagen. Ja, ich blende euch mal Seite für Seite alles ein und dann erzähle ich mal ein bisschen was davon. Ja, wir fangen mal mit dem Osmosewasser an. Da sieht man schon auf der ersten Seite ist soweit alles in Ordnung, bis auf Silizium, also Silikat. Da haben wir 20 Mikrogramm pro Liter. Sollte nicht nachweisbar sein. Wundert mich ein bisschen, also weil ich ja den Mischbettharz beim Starten des Aquariums gewechselt habe. Ich weiß jetzt nicht, ob eine Kartusche Mischbettharz zu wenig sind oder ob die knapp 500 Liter, die ich jetzt damit durchgefahren habe, ob die schon erschöpft ist. Das kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen. Ich weiß auch nicht, ob 20 Mikrogramm pro Liter überhaupt viel sind. Also hier ist das auf jeden Fall zu viel angezeigt. Aber zu diesem Silizium komme ich gleich noch, wenn ich über die Werte vom Aquariumwasser spreche. Ja, die nächste Seite sieht dann ganz gut aus. Nitrat soll 2 Milligramm pro Liter sein. Weswegen auch immer, keine Ahnung. Da zeigt auf jeden Fall nicht nachweisbar. Aber ich denke mal nicht, dass es schlimm ist. Und die letzte Seite, die anderen Klamotten hier, Quecksilber und solche Sachen, ist natürlich nicht nachweisbar. Also soweit alles gut, bis auf halt Silikat, so wie ich das sehe. Als Zusatzanweisung steht hier noch, wir empfehlen einen pH-Wert von 7 bis 9 Grad deutscher Härte. Ja, wieso das jetzt hier so dasteht, das ist eigentlich ganz normal, denke ich mal, dass das sich in den Rahmen bewegen soll. Okay, dann kommen wir mal zum Aquarium. Da wird es jetzt interessanter. So, fangen wir mit der ersten Seite jetzt an. Das sieht insgesamt, muss ich sagen, besser aus, als ich das gedacht habe eigentlich. Ich habe ja schon mal eine ICP gemacht bei meinen alten Becken und da waren Klamotten wie irgendwelche Metalle, die zu viel waren und so weiter. Und da wusste man nicht genau, wo man dran ist. Aber hier zumindest ist das schon alles ein bisschen aussagekräftiger. Also auf der ersten Seite, das erste Magnesium ist zu viel, das wusste ich aber. Und dann Brom, Strontium auch zu viel. Aber das kann ich jetzt so, denke ich mal, auf die Schnelle nicht. Ob das jetzt auch schlimm ist, weiß ich nicht von den Mengenelementen, wenn das zu viel ist. Wahrscheinlich mit den nächsten Wasserwechseln wird das auch weniger. Was aber
dann nicht so super ist, wo man was dagegen machen kann, ist Fluorid. Da habe ich auch schon Fluor bestellt. Das kommt noch und da muss ich was anpassen. Da haben wir 0,53 Milligramm pro Liter, soll 1,24 sein. Idealwert. Ich meine, sogar bei Fluor gelesen, wenn davon viel zu wenig ist, dann können auch zum Beispiel solche Korallen wie die Montis, grün auch besonders, ihr Gewebe verlieren. Stand da auch irgendwo im Internet und tatsächlich ist bei mir ja die Monti kaputt gegangen. Und wenn es kritisch wird, wenn es viel zu wenig ist, dann können Korallen von Parasiten befallen werden. Ich glaube, das war beim Fluor. Ja, weiter unten die Spurenelemente. Sind auch einige Sachen, also hier Lithium etwas zu wenig und dafür Barium etwas mehr, also zu viel da. Was ich schon vermutet habe, Jod ist viel zu wenig. Also da haben wir ein Defizit von 34 Mikrogramm pro Liter. Habe ich mir schon so vorher gedacht, deswegen ja diese Multireaktorsachen, dass ich die abgestellt habe und jetzt dosiere ich auch ein bisschen mehr von diesem Jod. So, die nächste Seite, da sieht es dann auch so aus, sieht ganz gut aus insgesamt. Mangan habe ich jetzt auch unter anderem bestellt, da ist nicht nachweisbar, da soll ein bisschen was drin sein im Wasser. Wie gesagt, das ist auch schon bestellt. Phosphat 0,02. Das freut mich natürlich, dass ich jetzt mit den HANA-Checker da wirklich richtig liege mit 0,02. Auch mit Magnesium und den anderen Werten und Salinität und so weiter. Das spiegelt wirklich die Werte hier wieder, wie die von ATI auch gekommen sind. Also ich habe ja auch eine Referenzlösung, wo ich die Tests dann angepasst habe. Da rechne ich bei manchen wie Magnesium sogar 100 weg oder dazu, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall habe ich das ein bisschen angepasst durch eine Referenzlösung und das stimmt dann wirklich so, wie das hier steht. Phosphat 0,02. Da gebe ich jetzt auch ein bisschen mehr dieses Phosphat Plus dabei und habe ja auch diese Bio-Pellets rausgenommen und so weiter. Vielleicht wird es jetzt besser dadurch. So, nächste Seite. Dann halt die anderen Elemente wie Lantan, Thallium, Titan, Wolfram, Quecksilber. Das ist alles nicht nachweisbar, also okay. Und zu guter Letzt die Dosierungsempfehlung. Fluor sollte Anfang nächster Woche da sein. Dann Mangan auch, Jod, da sehe ich auch ein bisschen mehr. Lithium habe ich jetzt noch nicht. Da weiß ich jetzt nicht genau, ob ich das noch hole oder ob das wirklich so wichtig ist. Dann könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen, falls ihr da Ahnung von habt. Und zwar habe ich ja jetzt gerade vergessen zu sagen, bei der Probe vom Becken. Da ist beispielsweise, jetzt muss ich das nochmal, auf jeden Fall Silikat oder Silizium nicht nachweisbar. Und beim Osmosewasser 20 Mikrogramm pro Liter verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Normalerweise, ich nutze das Wasser ja fürs Becken, im Becken nicht nachweisbar und bei Osmosewasser ist Handlungsbedarf. Ja, vielleicht wisst ihr da Bescheid. Das hat jetzt nichts mit den TDS-Meter, glaube ich, heißt der zu tun, dieser elektrische, wo ich das Osmosewasser auch messe. Der zeigt mir immer 0 ppm an, aber der zeigt ja kein Silikat an. Und wie gesagt, wieso jetzt im Becken nicht nachweisbar ist und in Osmosewasser ja. Ja, sagt mir irgendwas dazu in den Kommentaren, falls ihr da was Bescheid wisst. Ja, wie gesagt, die Werte, die ECP-Analyse fand ich jetzt echt super. Die hat mir viele Sachen bestätigt und
auch dann einige Sachen neu aufgetan, die ich dann ergänzen kann. Jetzt werde ich das die nächsten Tage machen und dann bin ich schon mal zumindest beruhigt, dass da nichts großartig in Argen liegt, nichts großartig fehlt oder so, falls dann mal wieder irgendwas ist mit den Korallen. Ja, das war es dann auch. Ach so, was ich noch sagen wollte, mir ist auch so ein Missgeschick passiert, die in der letzten Zeit. Ich habe mich gewundert bei meinen Hydra-Lampen, dass die nicht mit so einer vollen Leuchtkraft leuchten und dass die auch etwas früher ausgehen, als ich das eigentlich eingestellt habe. Und habe mir erstmal nicht viel dabei gedacht, aber dann fing das an, dass vor ein paar Tagen, dass die morgens erstmal gar nicht angegangen sind. Erst wenn die Uhrzeit ein bisschen später war, beziehungsweise auf der Skala auch die Helligkeit ein bisschen höher eingestellt war. Und dann war ich da die ganze Zeit am Rumfummeln und am Gucken und wusste nicht, woran es liegt. Ich wusste aber, dass die Lampen nicht kaputt sein können, weil beide dasselbe Problem haben. Und dann ist mir aufgefallen, dass weswegen auch immer plötzlich der Button in der App Lunar angeklickt war. Und ich verstehe das jetzt so, Lunar heißt ja in Echtzeit, wenn der Mond, wenn die Sonne aufgeht, dann wird es hier auch langsam hell. Wenn die Sonne untergeht abends, was ja jetzt auch schon ein bisschen früher ist, als ich jetzt eingestellt habe, wenn das Licht ausgehen soll, ja, dann geht das Licht auch aus, so wie die Sonne untergeht. Ja, das habe ich dann abgeschaltet. Ich weiß auch nicht, wieso das plötzlich eingeschaltet war. Das habe ich abgeschaltet und siehe da, plötzlich viel mehr Leuchtkraft und jetzt passt auch wieder alles. Ja, also das wieder eine komische Sache, die auch mal passieren kann. So, jetzt wisst ihr auch Bescheid. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne da ein paar Tipps geben und so, wenn ihr da, wenn euch da noch was aufgefallen ist, auch an der ICP-Analyse, was ich da nicht beachtet habe oder so, was vielleicht auch an den kleinen Spurenelementen dann nicht so passt oder so. Ja, ansonsten würde ich sagen, wär's das, bleibt gesund und wir hören uns. Bis dann, ciao.